endlich geschafft. So könnte die Botschaft am Ende der Fastenzeit lauten. Geschafft. Ich habe es geschafft, keinen Alkohol zu trinken, habe mehr Sport gemacht und abgenommen und selbst mit den Süßigkeiten hat es hingehauen. Darauf habe ich auch verzichtet. Geschafft. Wer das am Ende der Fastenzeit sagen kann, der kann sicherlich in gewisser Weise auf sich stolz sein. Er hat wirklich was geschafft. Aber die entscheidende Frage ist ja die, ob es um all das, vor allem in der Fastenzeit, geht. Aus meiner Sicht geht es um etwas anderes. Es geht nicht um Verzicht, um des Verzichtens willen, sondern, und das hören wir im Evangelium dieses Sonntags, es geht im Letzten darum, in der Fastenzeit etwas für unsere Beziehungen zu tun. Jesus wird in der Wüste versucht. Zum einen durch Nahrung und er antwortet, der Mensch lebt nicht nur vom Brot. Das Zweite, er soll sich abwenden von Gott und er tut es nicht. Und das Dritte ist, der Teufel bietet ihm alle Reiche der Welt und er sagt nein. Versuchungen wollen uns wegbringen von Gott, von uns selbst, was wir brauchen und von anderen Menschen. Und Jesus widersteht diesen Versuchungen. Und die Fastenzeit lädt uns ein, es ihm gleich zu tun. Auf unsere Beziehungen zu blicken, darum geht es in der Fastenzeit. Unsere Beziehung zu Gott neu in den Blick zu nehmen, zu erkennen, wie groß seine Liebe zu uns ist und darauf antworten. Zu entdecken, dass ich mir nicht beweisen muss, wie toll ich bin, sondern dass ich bereits von Anfang an von Gott geliebt bin. So wie ich bin und er sein Ja zu mir sagt. Und den Blick weiten für die Menschen um uns herum, die in Not sind, die Hilfe brauchen, ihnen nahe zu sein. Es geht darum, dass wir unter uns lebendig werden zu lassen, in der Art und Weise, wie wir einander begegnen und aufmerksam füreinander sind. Denn am Ende heißt es ja, an Ostern, wir feiern das Leben. Und dieses Leben ist Beziehung. Beziehung miteinander und mit Gott. Das heißt, die Vorbereitung auf dieses Fest ist genau das. Schauen wir neu auf unsere Beziehungen, auf unser Miteinander, auf unser Leben mit Gott und verzichten wir nicht einfach um des Verzichtwillens, sondern um ein Mehr an Leben. Dazu sind wir eingeladen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen einen guten Start in die Fastenzeit. Passen Sie gut auf sich auf und bleiben Sie gesund. Ihr Pastor Christoph Winkeler.